Berlin. In der Hauptstadt herrscht eine Arbeitslosenquote von über 10%. Hier leben Steven und Gino. Die Freunde teilen zwar das Wohnhaus, nicht aber die Meinung zum Thema Arbeit. Ich bin Steven, ich bin 30 Jahre alt. Ich krieg Hartz IV, 432 Euro im Monat. Und ihr Idioten geht für mich arbeiten. 432 Euro einfach mal so. Ich bin Gino, 37, Steven ist mein Freund. Ich gehe für Mindestlohn arbeiten, habe 1200 Euro und verstehe Steven seine Einstellung überhaupt nicht. Beide wohnen in einem Gebäudekomplex im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, der gleichzeitig Hostel und Notunterkunft ist. Das ist ein Wohnheim hier halt für Obdachlose. Ich wohne jetzt schon seit 2 Jahren. Ja, Räumlichkeiten sind halt nicht so dolle. Das ist das Bad so. Ja, und das sind dann so die Schlafmöglichkeiten, jeder eine Ecke. Steven teilt sich das Zimmer mit 3 anderen Bewohnern. Ich bin in der Unterkunft gelandet, weil ich habe mir mit meinem Stiefvater nicht so verstanden. Den habe ich halt nicht so ins Schema gepasst. Und ja, dann habe ich ihn halt mal mit einem Messer bedroht. Ja, und dann bin ich halt rausgeflogen. Ja, und dann bin ich halt zum Sozialamt und bin jetzt hier im Wohnheim. Also die Unterkunft bezahlt das Jobcenter so, ja. Weil ich bin auch nicht bereit, ganz ehrlich, so dafür arbeiten zu gehen. So. Nach einer abgebrochenen Ausbildung hat der 30-Jährige nie wieder einen Job ausgeübt. Also hattest du einfach nie Bock oder warum gehst du nicht arbeiten? Sag mal so, was ich jetzt verdienen würde, für das Zimmer und so, dieser Lebensunterhalt so, ich würde auf Hartz IV kommen. Ja, und da sage ich ganz ehrlich, warum sollte ich arbeiten gehen? Du wirst fürs Arbeiten gehen bestraft. Anstatt belohnt. Ja, man macht sich kaputt 30 bis 40 Jahre für eine Rente. Ja, das ist ein Witz. Ist, ja, lebst du auch wie ein Hartz-IV-Empfänger. Dafür, dass du dir 30, 40 Jahre gequält hast, sage ich mal, beim Mindestlohn. So. Gleiche Wohnsituation, ganz anderes Lebensmodell. Der 37-jährige Gino arbeitet Vollzeit als Garten- und Landschaftsbauer, damit er endlich eine eigene Wohnung finanzieren kann. Ich mache den Job jetzt circa ein halbes Jahr. Vorher habe ich Security gemacht und Reinigungskraft. Ja, jetzt mittlerweile mache ich Gartenlandschaft und hoffe, es geht noch ein bisschen. Wie viel verdienst du hier? Im Monat verdiene ich circa 1200 Euro. Und ist definitiv besser, als irgendwie zum Jobcenter zu rennen oder rumzubetteln. Arbeiten lohnt sich definitiv in Deutschland. Für den einen oder anderen mag es zwar sein, dass es nicht viel Geld ist, aber ich finde, Arbeit lohnt sich immer. Ginos Einstellung unterscheidet sich deutlich von der seines Kumpels. An ihrer Freundschaft ändert das nichts. Steven habe ich früher vor 10 Jahren kennengelernt. Da waren wir noch Nachbarn, mehr oder weniger. Und jetzt haben wir uns wieder getroffen in diesem Notunterkunft, in diesem Heim dort. Das Wohnheim bietet 151 Menschen in Krisensituationen Platz. In dieser Notunterkunft wohne ich jetzt seit ca. einem Dreivierteljahr und hoffe, dass ich durch die Arbeit da auch wieder rauskomme ganz schnell und eine eigene Wohnung finde. Ein Ziel, für das sich Gino seit knapp 6 Monaten abrackert. Steven ist das zu mühsam. Ich würde es nicht machen. So den ganzen Tag da rumsitzen, irgendwo im Park und Grünanlagen fegen oder so. Ein Leben ohne Arbeit ist für mich ziemlich trostlos, kann ich sagen. Ich kann ausschlafen, wie ich will. Ich habe keinen Zeitdruck, keinen Stress. War lange genug arbeitslos, musste miterleben, wie es ist, Langeweile zu haben und nicht klarzukommen. Ich bin so ein Mensch, ich lasse mich nicht gerne ausbeuten. Ich bin da echt stolz drauf, weil ich den anderen Leuten nicht das Geld aus den Taschen ziehe. Ja, aber ich denke mal so, wir sind ein Sozialstaat. Und warum nicht mitnehmen, was geht? 2 Männer, 2 Welten. Wie lange wird Ihre Freundschaft das noch aushalten können? Was denkst du, was macht Steven jetzt? Der Steven wird jetzt wahrscheinlich durch die Stadt ziehen. Kiffen, saufen, ja, in den Alltag reinnehmen. Wahrscheinlich das, was er jeden Tag macht. Auf jeden Fall nichts Produktives, würde ich meinen. Steven hat seinen eigenen Tagesrhythmus. Jetzt gehe ich gleich ins Kiosk, ja, und werde mir halt ja, meine Sucht finanzieren, sage ich mal so. Sucht heißt? Ja, Sucht heißt zum Beispiel, ich rauche, ich trinke Alkohol. Ja. Als, so wie es ist als Arbeitsloser. Viele Arbeitslose versuchen aus ihrer Not herauszukommen, doch Steven lebt lieber in den Tag hinein. Einmal Pueblo-Tabak, geh ein bisschen bitte. Hast du noch einen Wunsch? Ja, einen Sternburger noch.
Was würdest du sagen, wo geht's Meister Hartz IV? Das Meister Hartz IV eigentlich so ein Alkohol, Tabak, ja. Manchmal halt auch Stoff. Ich bin halt ein Kiffer, steh dazu. Wie viel Geld geht dafür weg? Ja, eigentlich sage ich mal so ohne Scheiß 250, 300 Euro auf jeden Fall. 432 Euro pro Monat hat er zur Verfügung. Was willst du sagen, wie lange hält Hartz IV? Also Hartz IV ist bei mir meistens am 10., 12., da wird es dann schon eng. Gino hingegen ackert hart für sein Einkommen. Vorteil, wenn man einen Job hat, man kann essen und trinken, was man möchte. Also man kann sich auch mal was holen, was einem gefällt. Baut einen schon auf, würde ich sagen. Also man kommt ja auch aus dem Trott raus, wenn man vorher arbeitslos war. Und durch die Arbeit hat man eine Tagesstruktur und dümpelt nicht den ganzen Tag umher. Wie viel trinkst du am Tag? Bestimmt 10 bis 15 Bier manchmal. Es war ja auch schon so weit. Ich habe jeden Tag, also ich bin früh aufgestanden, habe getrunken. Natürlich, es war kein Bier mehr. Es war dann Schnaps. Ja, und es war ja schon so weit, ich habe nichts mehr gegessen. Alkohol kann schnell zur Sucht werden. Kumpel Gino ist beunruhigt. Ja, natürlich mache ich mir Sorgen um Steven. Er trinkt da viel zu viel, er raucht viel zu viel, er kifft viel zu viel. Mal ein Bierchen kann ich verstehen, das mache ich ja abends auch. Aber so den ganzen Tag damit verbringen, sich zuzuknallen, das ist natürlich auch nicht gut. Ich bin ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Ich meine, ich habe ja schon mehrere Anzeigen wegen Bedrohung und so, aber die meisten wurden halt alle eingestellt, ja, da man mir nichts nachweisen konnte. So. Aber war das oft unter Alkoholeinfluss oder Drogeneinfluss? Ja, überwiegend schon. Überwiegend schon. Also überwiegend auf Alkohol. Auch Gino hatte in seiner Vergangenheit mit schweren Problemen zu kämpfen. Ich bin froh, dass ich den Job gekriegt habe und damit auch die Kurve. Weil ich früher dann auch schon mal im Gefängnis gesessen habe, weil ich viel zu viel Scheiße gebaut habe. Durch Drogen und Alkohol. Und mich mit anderen Leuten angelegt und halt zur Schlägerei gekommen. Einmal zu doll zugeschlagen und zack, das war's. Ab ins Gefängnis. Also Anzeige bekommen wegen Körperverletzung. Wie lange saßt du dann im Gefängnis? Im Gefängnis saß ich 2,5 Jahre. Und ja, hat ausgereicht, um zu sagen, dass man da nicht unbedingt nochmal hin möchte. Ich habe daraus gelernt, dass ich früher Scheiße gebaut habe. Ich hoffe, Steven findet seinen Weg auch und ich wünsche mir, dass er keine Scheiße baut, dass er endlich ein vernünftiges Leben führen kann. Dass er arbeiten geht, dass er sich auch mal was leisten kann oder seine Träume irgendwie in Erfüllung bringen kann und nicht die ganze Zeit nur von Tag zu Tag lebt. Bleibt die Frage, was Steven zum Umdenken bewegen kann. Ja. Hey, Dicker, was geht's? Gut? Ja, klar, Mann. Was hast du gemacht den ganzen Tag? Ihr chillt, Digga. Ihr chillt. Und ihr stresst, Alter, schön über WhatsApp. Weißt du? Auch. Ja, yeah, genau, Alter. Wie ist denn genau, wenn ich arbeiten bin, Alter? Ich kann nicht zurückschreiben, Alter. Ja. Schreibt mir, weißt du? Und dann musst du dir mal eine Pause nehmen. Ja, musst du dir mal eine Pause nehmen. Yeah. Ich hab sie dauerhaft. Selber mal arbeiten gehen. Du Vogel, Alter. Selber mal arbeiten gehen. Ja. Dann lernst du mal was los, Alter. Weißt du gehst doch für mich arbeiten. Ja, genau. Spaß. Alter. Dass Gino auch noch in derselben Notunterkunft wohnt wie sein arbeitsscheuer Kumpel, wurmt den 37-Jährigen gewaltig. Die Aussage so, du gehst ja für mich arbeiten. So, das ist halt so, ich bezahle halt dort die Steuern, muss auch in so einem scheißverkackten Heim schlafen, wohnen. Und das ist halt echt extrem eklig, wenn dann jemand da steht und sagt so, du bezahlst mir ja meinen Heimplatz. Das ist natürlich, ah, regt mich auf. Er muss machen. Dafür, dass ich was habe. Wer macht sich denn zum Opfer und zur Marionette? Ich oder er? Belastet das auch ein bisschen eure Freundschaft? Das geht so. Das ist halt Meinungsverschiedenheit. So Menschen sind verschieden. Ich finde, dass es schon sehr belastend ist für die Freundschaft. Gerade wenn man denn so Situationen hat, wo es diesen ganzen Tag trinkt. Also habe ich auch schon 2-3 Tage gehabt, so, wo ich mir gedacht habe, man möge doch einfach nur sich eine Schlucht auftun und der junge Mann verschwinden. Wie stellt ihr euch denn euer weiteres Leben vor? Ich irgendwann, hoffentlich mit einer vernünftigen Frau, Freundin, in eigenen 4 Wänden und nicht in dem Heim zu sitzen und zu denken, ja, verdammt, ich bin hier total am Arsch und sich wie ein Assi zu fühlen, der man ja eigentlich im Endeffekt ja nicht ist, weil ich gehe arbeiten im Gegensatz zu anderen Menschen. Und das ist halt so für mich mein Ziel. Auch wenn Gino aus seinen Fehlern gelernt hat, seine Vergangenheit hindert ihn daran, eine Zukunft aufzubauen.
seit dem Gefängnis ist halt bei mir echt schwierig mit der Wohnung. Weil ja da, wenn man im Gefängnis sitzt, ist ja keiner, der ihm die Miete bezahlt so richtig. Und dann hast du halt deine Mietschulden. Ja, und mit Mietschulden eine Wohnung finden ist heutzutage einfach nicht mehr möglich. Du hast doch gar keine Chance zur Wohnung suchen. Du bist jeden Tag arbeiten. Wenn du 8 Stunden arbeiten warst, hast du noch Bock, Alter, 2-3 Stunden Wohnung anzukommen. Das mache ich vormittags. Hast du? Ich fange 14 Uhr an zu arbeiten. Ich stehe um 10 Uhr auf, da habe ich 4 Stunden Zeit. Ja, gehst gleich nach der Arbeit dahin, so mit Arbeit. Ja. Man muss produktiv leben, verstehst du? So in den Tagen leben bringt mir halt nichts. Verarscht dich nicht selbst, das System verarscht uns genug. Gino vertraut dem Staat, während Steven die Hoffnung anscheinend schon aufgegeben hat. Es gibt ja auch Ämter und die einem weiterhelfen, die dann sehen, er versucht es ja wenigstens. Dass sie dann sagen, hey, wir helfen dem Jungen. Und da ist halt wieder bei Steven, ich würde, wenn ich im Amt sitzen würde, ich würde nicht einen Finger für den jungen Mann rühren. Sonst ist es halt wieder die Sache. Und da ist, wenn man arbeiten geht, die große Hoffnung, dass man dann da Unterstützung bekommt irgendwo. Ist gut. Ja, ich hab mir Training gelacht. Ja. Ich hab Hartz IV, ich hab heute Urlaub und der muss morgen wieder arbeiten. Mit Aussagen wie diesen belastet Steven die Freundschaft jedes Mal ein bisschen mehr.